Die stürmischen Zeiten sind vorbei. Zumindest hofft man das bei den Kliniken Kaufbeuren Ostallgäu. Der Verwaltungsrat hat gestern in einer Eilsitzung die bisherige Vorstandsvorsitzende Susanne Schlichtner mit sofortiger Wirkung gefeuert. Die Gründe dafür sind in Teilen der Öffentlichkeit bekannt. Unter anderem schaffte es die bisherige Klinikchefin nicht, einen Jahresabschlussbericht vorzulegen. Arg viel deutlicher wollte sich der Verwaltungsrat gestern aber nicht zur Trennung äußern. Im Detail kann ich mich dazu nicht äußern. Ein ganz maßgeblicher Aspekt ist bereits auch öffentlich diskutiert worden. Der Verwaltungsrat braucht Transparenz, um seine Aufsichtsfunktion wahrnehmen zu können, um seiner Verantwortung gerecht werden zu können. Dazu gehört der Jahresabschluss, dazu gehören transparente, nachvollziehbare Quartalszahlen auch. Und da hat der Verwaltungsrat durchaus noch Handlungsbedarf und Optimierungsbedarf gesehen. Gleichzeitig mit der Trennung von Susanne Schlichtner regelte der Verwaltungsrat gestern aber auch gleich die Nachfolge. Künftig soll eine Doppelspitze die fünf Häuser führen. Mit Ludwig Lederle, dem bisherigen Abteilungsleiter für Organisation und Verwaltung, und dem bisherigen Chefarzt Joachim Klaasen setzt man auf bekannte und erfahrene Mitarbeiter. Wir sehen das schon als Aufbruchssignal. Zum einen, dass wir mit zwei Mitarbeitern aus dem Bestand jetzt in die Vorstandsebene gehen. Das heißt, das Signal ist, wir haben die Kompetenz im Unternehmen, dieses Unternehmen auf einen guten Weg zu bringen. Zum anderen brauchen wir alle im Unternehmen, dass es ein Erfolg wird. Und da gehören die Ärzte ganz maßgeblich mit dazu. Herr Dr. Klaasen repräsentiert nicht nur die Ärzte, auch den pflegerischen Bereich natürlich. Und dann natürlich den betriebswirtschaftlichen Aspekt, abgedeckt durch den Herrn Lederle. Das sehen wir als gute Ausgangsbasis an, um voranzukommen. Für die neue Doppelspitze stehen nun schwierige Aufgaben an. Übergangslos soll die Arbeit in den Kliniken weitergehen. Die ersten Arbeiten: aufräumen. Wir haben das auch eben besprochen, dass wir, es hört sich sehr banal an, aber es ist sehr komplex, den geregelten Betriebsablauf wiederherstellen werden. Das heißt, wir haben hier drei Hauptkomponenten, an denen wir arbeiten. Das ist zum einen das Personalmanagement, das ist zum anderen das Finanz- und Rechnungswesen und als drittes das Controlling. Das sind derzeit die Brennpunkte. Hier haben wir Optimierungsbedarf und da werden wir stark rangehen. Innerhalb des nächsten halben Jahres will sich der neue Vorstand einen Überblick und Einblick in die Situation des Unternehmens machen. Bis dahin zumindest wird es strategisch keine große Umgestaltung geben. Und deutlich wurde auch, das neue Führungsduo ist keine Zwischenlösung. Also es ist eine Lösung, die wir heute entwickelt haben, nicht heute spontan, sondern in der Sitzung wurde das festgelegt, ohne Auslaufdatum. Das ist bis auf Weiteres jetzt die Lösung. Und solange es gut läuft, gibt es auch keine Veranlassung, das zu verändern. Wir brauchen jetzt Klarheit im Unternehmen, wir brauchen Ruhe im Unternehmen. Das kriegen wir durch die beiden ganz sicher hin. Und dann werden wir weitersehen, wie sich die Zukunft gestaltet. Mit der neuen Vorstandsbesetzung hat man jetzt etwas Ruhe ins Unternehmen gebracht. Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation aber wird den Kliniken auch weiterhin eine steife Brise ins Gesicht wehen.